Hallo, ich meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen im Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin die Maritzel und stehe hier auf der Ostseeküste, auf der Map Ostseeküste, und zwar auf dem Feld Nummer 51, eins der Felder, die wir uns gekauft hatten. Und wir sind hier dabei, Hirse auszusäen, Sorghumhirse. Bin mal gespannt, ob das so gut klappen wird. Ich habe den Kurs so angelegt, dass er Reihen überspringen kann. Also zwei Reihen habe ich ausgewählt. Da ist doch ziemliches langes Geschlenker, dieses Teil hinten dran. Und ich habe scharfe Ecken genommen. Es gibt drum zu viele Ecken, wo dann einfach ausgespart würden und da büße ich zu viel ein. Also gehe ich das Risiko ein, dass er vielleicht irgendwo hängen bleiben könnte. Jetzt will ich mal schnell schauen, wie das jetzt hier aussieht. Muss ich natürlich die Anzeigen anmachen, ganz klar, sonst sehen wir nichts. Okay, pH-Wert ist perfekt, Stickstoff ist perfekt, das ist ja wunderbar. Das freut mich jetzt. Jo, Fruchtart Sorghumhirse, Wachstum, Wachstumsstufe 1 von 4. Und sonst wird hier absolut momentan nichts verlangt. Da bin ich aber mal gespannt, ob ich hier nachher noch walzen muss oder irgendwas, keine Ahnung. Momentan sieht man da nichts davon. Na denn, ich bin gespannt. Jo, da werde ich mal gucken, dass ich da nochmal reinkomme. Ich habe die Walze hier vorne hingestellt für den Fall der Fälle, aber anscheinend hätte ich das gar nicht gebraucht. So, da sind wir und man sieht, es wird Material verbraucht und ich habe ihm natürlich auch den Auftrag gegeben, wenn er Sachen brauchen sollte, dass er zum Händler fährt, nicht, und Nachschub holt. Ich hoffe, dass das alles funktioniert, wie ich mir das vorstelle. 10 Körner pro Quadratmeter momentan. Na, guck mal an. Das ging eigentlich. Ist ja gar nicht so schlimm. Optimaler Wert für die Sorghumhirse auf Lehm. Okay. Also hier wird natürlich auch nachgedüngt. Das sieht man ja. Ist nicht allzu doll, was da rausgeschmissen werden muss. Wir hatten ja vorher noch Mist drunter und gekalkt haben wir auch. Und jetzt fährt er schön da drüber und düngt noch nach, was noch fehlt. Ja, das ist gut. Da bekommen wir doch vielleicht nachher auch eine gute Ernte dann, ne? Wenn das alles perfekt ist, dann kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen. So, ich will jetzt mal kurz abspringen hier. Ich will mal zur 49 rüberlaufen. Wo ist der Ausgang gewesen? Ich glaube, hier vorne irgendwo, sonst gehe ich durch die Büsche. Man sieht das gar nicht auf Anhieb, wo man hier raus kann. Ja, ja, hier ist kein Ausgang, aber ich gehe mal hier durch. So, schauen wir mal. Hier bin ich auf meinem Feld. Oh ja, hier, das wollte ich euch überhaupt zeigen. Wo ich hier mit dem Steinsammler, der gleichzeitig auch pflügen kann, durch bin, dann ist der Arm mal hier rüber durch die Büsche durchgereicht. Der hat ja keine Kollision, der Arm. Da hat er mir hier vom Raps weggenommen. Das ist natürlich nicht so toll. Ach, nur guck mal an, hier wächst sogar ein bisschen Unkraut. Naja, das macht nichts. Das ist mir lieber, als wenn ich da Gift gespritzt hätte, wenn da so ein Pflänzchen dazwischen steht, das stört mich nicht. So, hier sind wir jetzt zugange, da muss ich mal gucken, wie komme ich denn jetzt zu 49? Muss ich in diese Richtung. Also das war schon mal richtig, in diese Richtung zu marschieren. Ja. Ach nee, die Spitze ist ja nicht vorne. Ach, das verwechsel ich jedes Mal. Die Spitze ist ja hinten. Ich werde mal nochmal auf die 9 klicken hier. So, jetzt werde ich mal gucken. Das ist so irritierend. Ich denke immer, die Spitze von dem Teil hier und auf der kleinen Karte ist vorne. Ist aber nicht. Das ist jedes Mal das runde Teil davon. Finde ich so doof. Das ist irritierend wie verrückt. So, hier kann ich runter. Das ist jetzt mal der Ausgang. Das ist schon mal gut zu sehen. Vielleicht sollte ich mir da einen Blumenkasten hinstellen, damit ich das vom Weiten sehe. So, du bist da vorne am Stehen. Ich denke mal, da muss ich hier hinter jetzt... Nee, so lang. Doch so lang. Wenn ich das hier unten auf der kleinen Karte beobachte, ja, jetzt laufe ich in der richtigen Richtung. Okay. Na gut. Ich will mal gucken, wie das dort aussieht. Da muss ich, glaube ich, hier durch.
Ja, genau. Aber nicht bei Nachbars im Garten hier. Nö, nö. Da wollen wir ja gar nicht rein. So, da hätte ich ja auch, ich hätte ja das viel einfacher machen können. Es gibt ja hier noch einen Ausgang. Naja, gut. So, jetzt haben wir hier rechts. Ich denke, das fällt irgendwie. Das ist jetzt hier die 49. Jawohl. Na, also, jetzt haben wir es erreicht. So, da habe ich Weizen drauf. Da wird aber auch nichts verlangt. Und ist ja schon die nächste Wachstumsstufe da. Jo, das klappt auch alles. Und beide Werte perfekt. Erwarteter Ertrag 123%, da kann man nicht meckern. Das ist gut. Ja, brauche ich auch nicht walzen. Ja, da kann die Walze nach Hause, wenn man so will. Da kann doch die Walze nach Hause. Genau, komm mal her, mein Guter. So. Ich fahre jetzt mal hier hoch. Denn da komme ich auch nach Hause. Ne? Man sieht ja da vorne das Silo. Hier rechts, das ist halt der Raps. Ich will gucken, dass ich mir noch ein anderes Feld eventuell schon mit Raps ergattern kann. Das wäre nicht schlecht, denn dieses Rapsfeld, was hier direkt am Hof ist, das wird ja Baumatte, also Baufläche wird das. Denn auf dem Hof, so wie er jetzt ist, kann ich ja nicht wirklich viel anfangen. Der ist ja sowas von klein. Da kann man nicht großartig noch was hinbauen. Das ist nicht machbar hier. Wie ihr seht, ich habe das schon so optimal ausgenutzt, wie das irgendwie machbar war. Aber mehr kann man hier jetzt nicht bauen, sonst kann man ja nicht mehr hantieren und nicht mehr lenken und so weiter und so fort. Und hier geradeaus, das habe ich schon dafür vorbereitet, dass der Übergang dort klappt. Das wird also Bauland, wenn das geerntet ist. Ich sehe gerade hier, das ist ein bisschen hügelig hier. Es kann aber auch sein, dass das täuscht. Aber es ist nicht richtig eben hier. Nee, nee. Hier muss ich wahrscheinlich nochmal Hand anlegen. Also das habe ich nur jetzt schon ein paar Mal gemacht. Aber das ist mit der Straße hier ein bisschen kompliziert. Wenn ich das klette, dann entsteht unter der Straße jedes Mal ein schmaler Spalt und den will ich nicht. Naja, ich muss mal gucken. Wenn die Hügelei hier nicht zu doll ist, vielleicht kann ich ja mal drüber fahren, dann kann ich das ausprobieren. Das machen wir mal eben zusammen. Aber erstmal will ich die Walze verräumen. Wo stelle ich die überhaupt hin? Ah, höchstens da drüben mit rein, würde ich sagen. Oh, das wird nicht einfach. Mit der rückwärts zu fahren, das ist nämlich auch nicht so leicht. Aber ich versuche das jetzt einfach mal. Ah, ich liebe Durchfahrhallen. Ich liebe Durchfahrhallen. Ich fahre jetzt einfach mal hier rechts in diese rein. Da kann ich noch so ein Stückel gerade ziehen. Die Halle hier, die ist für die Traktoren gedacht. So, jetzt fahren wir mal zurück. Ich hoffe, ich kriege das gebacken. Jetzt habe ich schon die falsche Taste gehabt. Ich muss so lang. Jawohl, jetzt wird's was. Jetzt wird's was. Ja, ganz schön knapp. Nochmal ziehen. Noch ein bisschen mehr nach links. Jawohl. So, wir haben die Walze verräumt. Na also, das haben wir schon mal geschafft. So, und dann wollen wir jetzt mal den Hügel da prüfen. Ob das so machbar ist. Wenn es nicht so doll ist, lasse ich das. Es muss ja nicht immer alles so glatt wie ein Teller sein oder so, ne? Aber es sollte schon so sein, dass die Traktoren nicht gerade springen. Oh ja, hier ist doch noch ziemlich. Ja. Hier muss ich noch was tun. Ganz klarer Fall. Das mache ich aber nach der Ernte, glaube ich. Da muss ich das irgendwie anders machen. Sodass ich von der Straße hier ein bisschen weiter abhantieren kann. Muss mal gucken. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Also so doll hügelig darf das nicht bleiben. Auf keinen Fall. Jetzt stelle ich den Guten erstmal hier rein. Ach so, ich wollte ja noch schauen. Ich habe ja noch ein anderes Feld. Das können wir aber gleich per Karte erledigen. Aha. Na prima, dass ich gucken fahre. Oder hüpfe, muss ich ja sagen.
Wo bist denn du hier gelandet, sag mal? Ja. Ja. Sieht richtig klasse aus, muss ich ja mal sagen, ne? Da kommt der hier durch die Büsche durch. Unfassbar. Wie mache ich das jetzt hier? Ja, vielleicht mal gucken, ob ich das kriege. Ja, doch. Warum willst denn du da durchdüsen, sag mal? Das ist doch Blödsinn. Wo bist du lang? Du bist hier hochgekommen. Du wolltest hier umdrehen, durch die Büsche durch. Ja, du kannst nicht einfach über Nachbars Grundstück, mein Guter. Davon habe ich dir doch schon. Also deswegen habe ich dir erlaubt, zwei Reihen zu überspringen, sodass das klappen soll und nicht da durch. Jetzt mal erst mal gucken, ob ich dich hier irgendwie wegkriege. Komm, wir drehen eine Runde. Das geht am besten. So. Und dann geht das hier vor. Eindeutig. Und da möchte ich, dass du jetzt lang fährst. Aber es ist jetzt wahrscheinlich die letzte Tour von diesen Reihen. Jetzt wirst du wahrscheinlich die Lücken, die ausgesparten Reihen gerade bearbeiten, ne? Naja. So, da muss ich dich jetzt am nahesten Wegpunkt weitermachen lassen. Und ab. Tja, wir müssen dich wohl unter Aufsicht halten, wie es aussieht. Sonst wird das nichts. Und hier links unten auf der kleinen Karte kann man sehr gut sehen, wie sich die Farben verändern. Das ist doch mal super. Momentan hat er ja noch alles Material an Bord. So, ja, jetzt da lang, genau. Naja, zurücksetzen tut er wahrscheinlich trotzdem, ja. Aber wir haben ja Zeit. Es soll ordentlich werden und das gestatte ich ihm schon, dass er sich die Zeit nimmt, dass es so ordentlich wird, ne? Ganz klar. Zeit haben wir jetzt noch. Vielleicht sollte ich mal gucken, ob es noch andere Aufträge gibt. Schauen wir mal eben. Es könnte ja sein. Gucken wir. Oh, nee, gibt es nicht so viel jetzt. Gibt es noch ein paar neue? Nur ein Düngervertrag noch. Die 36 düngen. Ja, ich habe noch keinen eigenen Dünger, also das möchte ich jetzt gerne nicht machen. Düngen werden wir jetzt nicht. Düngeaufträge. Ich muss mir die Maschinen. Ne, die muss ich nicht mieten, aber ich muss den Dünger kaufen. Und der ist ja nicht billig. So, ich werde das Fenster hier mal zumachen. Okay. Ja, da werden wir erstmal hier dabei bleiben, dass der da seine Sache ordentlich macht, ne? Thank you.
Also, ich muss schon sagen, es ist sehr, sehr interessant, das zu beobachten. Er wird an den Ecken oft kurzzeitig blockiert, aber dann überlegt er sich trotzdem selbstständig, wie es weitergeht. Interessant, wirklich. Also, das macht richtig Spaß, das zu sehen. Ich bin ja mal gespannt, wie das im letzten Vorgewende jetzt gleich werden wird. Deswegen habe ich gedacht, jetzt schalte ich mich mal wieder zu und verfolge das in normaler Ablaufzeit. Denn ich vermute, ich werde eingreifen müssen. Ganz klar, das denke ich schon. Aber vielleicht haben wir ja auch Glück. Wir werden sehen. Jetzt hat er wieder so einen Moment, wo er überlegt. Und dann setzt er zurück und hat einen Weg gefunden, mit dieser Ecke klarzukommen. Das habe ich so noch nirgendwo gesehen. Das ist wirklich interessant. Anderweitig müsste man jetzt jedes Mal eingreifen, weil er stehen bleibt und bockig und sagt, er ist blockiert. Das macht er hier nicht. Er sucht sich tatsächlich nach einem kurzen Moment selbstständig seinen Weg. Das ist lustig. Und das gefällt mir natürlich ganz klar. Ein Vorgewende hat er jetzt noch. Jetzt geht er ans letzte Vorgewende rein. Jetzt wird es spannend. Dann bin ich ja mal gespannt jetzt, wie das jetzt hier ablaufen wird insgesamt. Wenn es nicht anders ist, muss ich halt irgendwie noch Bäume wegnehmen oder so. Da müssen wir die Firma kostenlos und dreist anrufen. Mal gucken, was er jetzt macht. Jetzt war er wieder kurz blockiert. Aber jetzt im letzten Vorgewende wird das wohl schwierig. Nee, im Moment kann er das noch. Er kommt noch wieder raus. Selbstständig aus seiner Einzwängung. Aber es kann sein, dass er jetzt beim Rückwärtsfahren trotzdem mal irgendwo hängen bleibt, ne? Und das nehme ich ihm natürlich auch nicht übel. Ja, jetzt meint er, jetzt kommt er nicht weit genug zurück. Jetzt muss ich eingreifen. Alles klar. Das habe ich schon erwartet. Okay, kein Problem. Ja, ich habe ja schon geklickt auf die Taste. So. Dann werden wir mal hier vorwärts fahren ein Stück. Und zwar manuell. Vielleicht sollte ich die nächste Ecke direkt gleich mitmachen. So. Fahren wir mal kurz zurück. Dann fahre ich rechts rum. Und dann werde ich genau so zurücksetzen, wie er das die ganze Zeit gemacht hat. Dann lasse ich ihn wieder los düsen. Ich fahre ein bisschen weiter raus, da kann ich ihn besser in die Spur stellen. So. Da ist der Wegpunkt ist drinne und ab. Ich werde jetzt mal die Leitlinie anlassen, für den Fall der Fälle. Aber hier die Kurve, die hat er wunderbar gemacht die ganze Zeit hier, also muss man sagen. Und jetzt wird es nochmal kriminell hier, da steht ein Baum. Den will ich aber eigentlich nicht wirklich wegnehmen, weil der mir gefällt. Ja, mal gucken, ich werde eingreifen müssen, das denke ich. Jetzt fährt er erstmal selbstständig rechts rum. Und dann will er natürlich rückwärts und wird vielleicht eventuell nicht so weit rückwärts können, wie er sich vorstellt, zu müssen. Vielleicht reicht es ja auch, wir werden es gleich sehen. Oh ne, es scheint zu reichen, oder? Ne, er bleibt stehen. Wird blockiert. Du brauchst nur loslassen. Losfahren, mein Schatz. Na komm, ich übernehm's. Ich übernehm's. Ja. Maschine runter, anschalten und einfach los. Mehr wäre hier nicht gewesen. Siehste, und jetzt kannst du selbstständig, ne? Siehste, geht doch. Ist doch perfekt. Da haben wir vorne auch noch so eine Ecke.
Das letzte Vorgewende, das kennt man ja, das ist meistens das Schwierigste. Bei anderen Maschinen ja auch. Oh, hier wirst du mit Sicherheit auch blockiert werden, ganz klar. Komm, ich mach das mal gleich. Ist die Maschine noch an? Nee, natürlich nicht. Wir fahren mal zurück. Dann setzen wir rechts rum. Oh, man hört hier das Meeresrauschen. Wir sind hier nicht weit weg von der Küste. Erstmal gerade ziehen. Oh, ich muss mal weiter rausscrollen, damit ich das besser sehe. So, jetzt ist er ziemlich gerade. Ich mache mal die Anzeige hier unten jetzt weg. Denn den Rest werde ich sowieso eingreifen müssen und werde wahrscheinlich das von Hand machen. Mal gucken, bis in die Ecke rein. So. Und jetzt sehen wir dann die Ecke hier schön aus. Und ich fahre jetzt hier vor. Ich muss natürlich schön von oben runter gucken jetzt, dann kann ich das besser einsehen. Weil ich ziemlich aufpassen muss jetzt und richtig an den Ecken, vor allen Dingen an den Kanten, damit ich nirgendwo hängen bleibe. Ja, und wenn, dann muss ich mich halt wieder befreien. Ist auch kein Problem. So, jetzt fahre ich mal so weit vor, wie es geht. So, zurücksetzen. Und jetzt müssen wir diese Rundung hier noch machen. Das ist ja das letzte Mal. Dann haben wir das Feld ja fast fertig. So. Wie sieht's aus? Ja, du bist in der Ecke drinne, aber nicht gerade. Wir müssen nochmal zurück. So. Jo, jetzt wird's was. So können wir es machen. So, um die Kurve rum. Oh, jetzt hat es mich erwischt. Jetzt habe ich auch mal genießt, ohne dass ich es verhindern konnte mit dem Mikrofon. Ich hoffe, eure Ohren sind nicht taub geworden. So, kurz ausstellen. Jetzt muss ich rechts rum. Ja, so ein Nieser kommt manchmal wirklich ganz, ganz plötzlich. Von jetzt auf gleich. Da kannst du gar nichts machen. Meistens schaffe ich das ja, das Mikrofon kurz abzustellen. Ich brauche es ja nur antippen. Aber ich habe jetzt halt die Hände hier auf der Tastatur und bin konzentriert. So. Jetzt machen wir diese Rundung hier noch. Jo. Okay. Jetzt machen wir die letzte Rundung. Ich glaube, das ist die letzte. Wir müssen erstmal rechts rum. So, jetzt zurück. So, ist es prima. So, und jetzt lasse ich dich den Rest noch selbstständig fertig machen. Ich hoffe, das klappt. Jetzt lasse ich den nochmal alleine fahren. Ja, es ist ja jetzt geschafft, wie ich sehe. Hier vorne ist ja fertig. Ja, wunderbar. Das Feld ist angesät. Wir haben es hinbekommen. Trotz der vielen, vielen Ecken. Vor allen Dingen da vorne. Tja, wer sagt's denn? Ist doch prima. Ja, meine lieben Zuschauer, dann springe ich erstmal raus hier. Und bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gern einen Daumen da. Ich freue mich natürlich auch schon auf eure Kommentare unter dem Video. Betätigt bitte die Glocke, wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet. Und natürlich freue ich mich auch über jedes Abonnement. Alles zusammen bringt meinen Kanal weiter. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen restlichen Tag.
passt bitte gut auf euch auf und bleibt schön gesund und mir gewogen. Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Tschüssi, eure Maritzl.